Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum weiteren Video und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus unserer Küche. Und ich habe Lasagne für euch heute am Start und ich habe Luigi für euch heute am Start. Hallo, ciao a tutti. Ich bin sehr froh, wieder da zu sein. Wir werden heute eine Lasagne unter eine Prämisse, unter meine Vision von Lasagne. Luca hat eine super Idee gehabt, er wollte ganz genau eine Lasagne, nicht die Nudel kaufen, sonst selber machen. Selber machen. Wir werden heute unter deine gute Idee auch den Teig für die Lasagne, nicht nur die Bolognese machen, sonst Teig von A bis Z, okay. Von Mehl bis Bauch. Folgt ihr uns? Ja, Leute, bevor wir loslegen, ich wünsche allen noch ein gesegnetes Fest mit der Familie. Frohe Weihnachten. Heute ist alles so friedlich und weihnachtlich. Ich hoffe, ihr könnt alle erholsame Tage verbringen, auch in den schweren Zeiten jetzt. Und ja, ich habe auch ein kleines Geschenk für euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Morgen am 25., am 26. und am 27. werden Videos kommen. Und ja. Ich freue mich. Los geht's, machen wir Lasagne. Buon Natale. Mehr kann man nichts machen. Mach mal Lasagne und frohe Weihnachten. Buon Natale. Okay, mit was fangen wir an? Wir fangen mit Nudelteig. Dafür war Mehl wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Mehl. Eier. Zwei Eier. Und ein Prise Salz. Sahne. Sahne. So wie die Oma früher gemacht hat. So ein Haufen? Genau, ein Haufen. Ah. Genau. Und wie Sie sehen, wir haben zwei verschiedene Art von Mehl. Eine ist eine verfeinte Gries und eine ist eine normale Weizenmehl. Wir werden alle zusammen, so wie die Oma gemacht, zuerst die zwei Typen Mehl mischen. Dann machen wir so. Ecco qua. Dann werden wir eine erste Ei reingeben. Wir werden die ganz weniger Mehl auf die Seite nehmen. Ist es wichtig, dass man das immer so schrittweise macht? Oder ja. Warum? Das Mehl wird besser gesaugt, dass keine Kugel bleiben, das trockene Mehl oder keine Bollen. Oder vielleicht ist einfach keine Tradition, weil früher war es so und ich mag auch so. Ich gebe auch zwei schöne Prisel Salz und jetzt nehmen wir den zweiten Ei. Und ich vergesse nicht mal Hände waschen vorher. Kleiner Scherz. Okay, ragazzi, langsam den Teig nimmt eine Form. Wir nehmen die ganze Mehl. Einfach das ganze Mehl aufsaugen, oder? Ja, das muss sein. Alles rein. Unser Kollege Mario hat alle ganze Mehl abgewogen. Ich hoffe, das hat nichts geschummelt. Wasser kommt gar nicht dazu, oder? Na, Flüssigkeit von den Eiern reicht dann also. Genau. Na, krass. Teig ist schon, hat eine gute Konsistenz und in dem Video wird dann später auch die ganze genau Menge gegeben. Findet ihr alles in der Beschreibung. Luigis Lasagne Rezept. Ja, die Lasagne unter meiner Vision. Ich bin kein Koch, ich mag nur Pizza, aber ich koche gerne von zu Hause und wenn ich so aufstehen und Lust habe, Problem ist, das kann ich nicht sehr viel essen, sonst wird es rund. Dann rollen wir. Aber wie schaffst du, dass du immer so fit bist? Das frage ich mich auch. Ich sehe deine Video und bin ich schon satt. Habe 2 Kilo zugenommen. Das ist die Kugel. Jetzt hat die ganze Mehl gesaugt, hat eine richtige Konsistenz. Und wenn ihr seht, wenn ich jetzt rollen will, ja, wird er nur zerrissen. Das geht nicht. Er muss ein bisschen ausrasten, in eine volle einwickeln und schön mindestens eine Stunde stehen lassen. Mhm. Okay? Teamwork. Ecco qua. Ja, aber er geht ja nicht auf. Nein, er bleibt Größe, so. Oder? Er bleibt dieselbe Größe. Er braucht nur ausrasten. Mhm. Hackfleisch? Ja, Hackfleisch. Das haben wir schon da. Apropos, das ist die Schüssel von Lukas. Ja? Jungs, nicht vergessen. Oh, live. Dann haben wir die Tomaten. Die hast du da reingegeben, Luigi. Ne? Ich liebe das. Ohne. Karotte. Ich habe Karotte gerispelt, weil wir machen eine schnelle Art von Bolognese. Dafür, dass die Karotte eine harte Gemüse ist, kann man nicht die Zeit reduzieren, wenn sie nur geschnitten ist. Da wird es lange dauern zu kochen. Das ist schon länger in der Pfanne kochen. Genau, bravo. Dann haben wir Sellerie.
auch ein bisschen kleinere geschnitten, aber trotzdem ein kleines Stück unter die Zähne und dazwischen von den Blättern von der Lasagne. Und dann die Königin, in die Bolognese gehört die Zwiebeln. Aber wie gesagt, das ist die Bolognese, wie ich gelernt habe und wie mir schmeckt. Wenn ihr macht nach und schmeckt euch, ist in Ordnung, geben eine Daumen hoch. Wenn nichts, geben trotzdem eine Daumen hoch, weil wir für die Mühe. Und dafür, dass Lukas würde gerne die Lasagne immer auch selber machen, er sollte auch die Bolognese selber machen. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, na dann müssen wir die Pfanne ein bisschen warm machen. Ja, ich habe mir Lasagne gewünscht, Leute. Deswegen. Aber nichts bestellen, weil... Außer bei dir. Genau, bravo. Okay, eine Schuss Öl kann schon geben. Mediterranische Küche ist mit sehr viel. Mehr? Bisschen. Genug. Perfekt. Ja, Öl das, braucht man, ne? Das muss man. Man muss. Was machst du jetzt? Zuerst Zwiebel, genau, bravo. Was lachst du? Wir kennen die Kulissen nicht. Ah, das ist ein schönes Geräusch. Ja, yeah. Und ein schöner Geruch. Genau. Öl und Zwiebeln. Öl und Zwiebeln, genau. Match. Muss ein bisschen eine Farbe bekommen, so eine goldbraun. Genau, einfach rein, ohne Angst. Gib rein, gib rein. Okay, jetzt kannst du Sellerie reingeben. Ohne Angst. Gib rein, genau. Perfekt, lalala. Lass mal fertig kochen. Ich liebe Bolognese. Wisst ihr, was wir auch vergessen haben? Ja? Mozzarella. Aber wir können ja in den Lieder direkt sagen. Oh, Lukas, genau. Gigi, hast du vergessen die Mozzarella? Was für eine Gold bist du? Was schön sage ich. Fleisch rein? Fleisch rein. Darauf habe ich gewartet. Ja? Einen Moment. Okay, jetzt kommt der Moment von Lukas. Oh. Einfach. Yes. Yes. Und schreibt mal in die Kommentare, welches Rezept ihr euch von Luigi noch wünscht. Ja, das duftet Luigi. Ja, das freut mich. Wichtig ist, wenn du das Fleisch kochst, es muss diese Rosa weggehen. Das muss schon gekocht werden. Okay, jetzt können wir ablöschen mit ein bisschen Rotwein. Hast du ein bisschen Rotwein da? Mhm. Ja, danke. Kommt. Genau. Nicht viel, sonst werden wir besuchen. Du sagst stopp. Stopp. Die Pfanne sagt dir stopp. Ah. Hast du gehört, den Unterschied? Pfanne war nicht still. Genau. Und dann geben wir unsere Geheimnistomaten. Und wie du siehst, jetzt bildet sie eine schöne Soße da. Mm. Ich mag nichts, wenn du schneidest du die Lasagne, das ist die ganze Saft unten. Verstehst du? Schwimmt die Lasagne, ja, ja. Das mag ich nicht. Ja? Ich mag auch, wenn sie massiger ist. So genau. Es muss saftig, aber genug, auf ja. Einen richtigen Punkt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Luigi, warum eigentlich solche Tomaten nicht passiert? Und die kommen zu dir. Guck mal. Gib einfach alles drin. Einfach rein. Was wolltest du sagen, Lukas? Warum solche Tomaten? Du meinst, warum Pelato und nichts Passata? So. Weil von meinem Geschmack die Passata, wenn du zerquetscht, bleibt immer so Phasen drin von Tomaten. Wenn du siehst da, wenn du nimmst du eine Gabel von Bolognese zu kosten, schmeckst du, weil du hast die Tomaten, die Karotten, die Sellerie, hast du alles da. Bei der Passata ist nur einfach ein bisschen Soße dabei und tschüss. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Genau. Vorher salzen. Diese ist sehr gut für die Pelate, weil du zerquetscht ganz wenig, aber die Struktur bleibt, aber wir haben trotzdem einen Saft. Genau, wir können das einfach in Ruhe kochen lassen jetzt. Okay, Ragazzi, dazwischen, dass die Soße kocht, wir vorbereiten den richtigen Parmesan. Nur unsere Kameramann hat mich gezwungen, um mit linker Hand Parmesan zu reiben, obwohl ich bin mit rechter Hand. Aber was soll man machen? Ich kann übernehmen, bitte. Okay, na dann. Ich kann bitte ich reibe den Käse. Aber wenn die Leute zu Hause gemütlich kochen, dann können sie
Beispiel ein bisschen Campari Orangensaft, eine grande Campari Orange machen, dazwischen ein bisschen Musik spielen, dass die Stimmung steigt immer höher. Du willst damit sagen, die Leute sollen das Kochen genießen und Spaß dabei es haben? Es ist das. Ich finde, es gibt nichts besser als kochen, essen und genießen. So ist es. Die einzige Problematik ist, weiß ich nicht so. Der Bauch. Ja, das ist. Ich habe vor 5 Jahren doppelte Menge als jetzt gegessen und ich war dünner. Das hast du wahrscheinlich auch noch Fußball gespielt, oder? Na, weiß ich nicht, warum vielleicht geht, dass die Metabolismus hat geändert, ändert sich mit der Zeit. Schade, hat geändert genau bei der falschen Seite, wo ich muss essen, weil ich liebe essen. Aber jetzt, Luca, genug, sonst ist die ganze Bolognese, da haben wir nichts mehr für dich. Schau, wie trocknet sie von alleine. Verdampft. Ja, so ist es. Aber Mozzarella sollen wir ein bisschen schneiden. Sieht man die schönen Socken von Mario? Da kannst du schon deine Füße da. Okay, Lukas ist am Werk. Wie schneidest du Mozzarella? Ich weiß nicht, wie schneidest du Mozzarella? Einfach so. Willst du Scheiben? So ganz dünne Scheiben? Oder rupfen? Du musst zuerst im Kopf haben, wie dick muss der Würfel sein. Ich habe gar nicht an Würfel gedacht, aber. Weil muss man an Würfel denken. So? Ah, okay, Würfel, ja. Das ist einfach sagen, man soll Würfel schneiden. Genau. Naja, aber viele Leute machen so. Und dann machen so und hast so eine dicke Würfel. Nice. Okay, ragazzi, wie ihr seht, die Bolognese ist für meine Sicht, für die Lasagne, genau richtig geworden. Ist nicht sehr flüssig, aber saftig. Kann man sagen? Ja. Saftig, aber nicht flüssig. Wie sagt der Lukas? Stabil. Lasagne muss ja auch stabil sein, oder? Die darf nicht. Eben. Wir sind am Weg Richtung Bechamel, weil ich finde, bei Bolognese, bei Lasagne gehört eine Bechamel dazu. Was sagst du, Mario? Ich lasse mich überraschen. Okay. Ja, dann machen wir die Soße, oder? 100 Gramm Mehl. 100 Gramm Butter, 1 Liter Milch. Mehr brauchen wir nichts. Einfach. Muskatnuss und ein bisschen Salz. Butter und Olivenöl, das sind zwei schöne Sachen, oder? Ja. Damit fängt alles gut an. Und schenkst du was an deine Freundin, Weihnacht? Ja. Und was schenkst du? Schauen wir mal. Hast du Ideen? Was schenkst du? Darf ich nicht sagen. Butter ist geschmolzen. Wir geben das Mehl direkt drin. Wird immer ein bisschen weg. In Bewegung bleiben, oder? Ja. Das wird so wie eine Creme-Pastete. Ich habe ein bisschen höher gemacht, sodass nichts brennt unten. Mhm. Ja? Ah, okay. Wie du siehst, das saugt die ganze Milch. Immer ganz wenig pro Mal Anfang, bis wann eine Creme wird. Aber wir verwenden in Italien. Und that's it. Questa è la besciamella, ragazzi. Muss man nur warten, dass es kocht und dann wird, sobald er fängt zu kochen, wird eine feste Creme, sagen. Perfetto. Da seht ihr die Konsistenz. Genau. Und jetzt geben wir drin ein bisschen Salz. Wie gesagt, ich fliege immer niedrig mit Salz. Muskatnuss. Okay, umrühren. Kommt. Und Hammer. Cremig. Warte, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja, der Luigi. Feinschmecker. Löffel Bolognese. Unser Teig hat sich eine gute Stunde, oder Lukas, gerastet. Werden wir den Teig bearbeiten, sagen wir so, mit unserer Teigmaschine. Jetzt versuchen wir ein bisschen kleinere zu machen.
Bam, bam, bam. Achtest du das? Ja. So, genau. Jungs, wenn frische Nudeln gemacht sind, es braucht immer ein bisschen Geduld. Mhm. Ja? Aber die Ergebnis wird schon. Okay, jetzt so. Mhm. Genau so. Mhm. Genau. Wie machst du das, wenn du allein bist? Weil ich habe das neben mir. Wow, jetzt ist es dünn. Oh nein. Okay, die erste Svoja ist gemacht. Svoja. Man sieht die Hand durch, Leute, so dünn muss sie sein, oder? Genau. 4, 5. Ragazzi, la Svoja per la lasagna è pronta. La facciamo riposare un poco qua sopra. Wir lassen ein bisschen hier. Wie fühlt sich die Hand? Ganz smooth, weich, wie eine Wolke. Gerne, ja, keine Angst. Hey, drehen, ohne Paura. Zusammenfalten. Erste. Mhm. Und zweite. Gerne. So. Und immer ein bisschen spitzig machen. Auf die Seite, wo du rein, immer mhm. diese Seite drin. Okay, welche wird die wieder rein? Genau. Rein. Einmal falten noch und dann ist vorbei. Machen wir hier ein bisschen spitzer. Perfetto. Und dann passt das perfekt in die Form. Ich helfe dir da. Yes. Perfekt. Und jetzt machen wir einen Schritt kleiner. Das sind also Stufen, oder? Ja, das sind drei Stufen. Mhm. Mehr gibt es nichts. Ja. Mhm. Wie fühlst du dich, Lukas? Das ist geil. Jetzt machen wir noch einen Schritt feiner. Ecco qua. Wie eine Nonne. Sag mal so, dafür das haben wir eine Spitze. Wir können das umdrehen. Ah. Lasse das. Genau, bravo. Okay, du ziehen, umdrehen. Ich frage mich immer noch, wie man das allein schaffen würde. Na, du kannst auch so lassen, der zieht von allein. Mhm. Nein, sonst ist zerrissen, nicht so viel Zeit. Aber ja, genau. Nein. Mag nichts. Das erste Mal ist immer gut. Ja. Ja, das ist schon so. Okay, wie viel Meter ist das? Schon 1,5 Meter? Ja. Okay. Jetzt machen wir so, erstmal ein bisschen irgendwie Ofen und ein bisschen Mehl, dass nichts klebt. Ja, da ist schon ein Knick drin. Schnell. Das ist aber geil, wie man das noch retten kann. Jungs, es ist ein bisschen chaotisch, weil Luca ist groß, ich bin breit. Und die Küche ist klein, es ist eine gute Kombination. Okay, das legen wir da jetzt. Ja. Vorsichtig. Ecco. So, wir haben ein bisschen Wasser auf die Feuer gegeben und ein bisschen Öl. Und danach werden wir, sobald das Wasser muss nicht kochen, sonst muss es schön warm sein. Wir blanchieren ganz kurz die Lasagneblätter und mit Hilfe von einer, wie nennen wir das? Pfannenwender? Okay, dieser Gegenstand. Weiß nicht. Blanchieren. Ganz kurz, mal richtig ganz kurz. Ja? Und nimmst du raus. Yay. Und dann in eine kalte Wasser. Mit anderen. Oui. Genau, nimmst du einfach, keine Sorge, der wird ohne Problem los. Einmal nehmen. Genau. Ins warme Wasser. Genau. Genau. Für mich kannst du schon rausnehmen. Schon rausnehmen? Genau. Und ins kalte Wasser direkt. Genau. Perfekt. Perfekt. Weiter geht's, Leute. So geht. Ah. Okay, Luigi, du übernimmst. Oh, nee. Okay, wie gesehen, das hat Lukas gemacht, diese. Das ist nicht mehr verkehrt. Thank you.
Okay, Lukas, wie du gesehen hast, wir haben die Bolognese gemacht, wir haben die Bechamel gemacht, du hast den Teig Nudeln selber gemacht. Wir sind bei der letzten Step. Jetzt muss man die Lasagne schickte und schickte machen. Willst du vielleicht die erste Schicht machen? Ja, die mache ich sehr gerne. Okay, die erste Schicht ist ein bisschen von der Bolognese-Soße unten. So. Okay. Ja. Ist es, hat das einen Grund damit, dass das die erste Schicht ist? Dass die Nudeln nicht direkt am Boden kocht. Schritt Nummer zwei? Und Schritt Nummer zwei muss man mir zwei von diesen Nudeln reingeben. Versuchst du weniger Wasser. Wenig Wasser meinst du? Weniger Wasser hier reinzugeben. Okay. Das heißt abtropfen lassen. Genau. Du kannst versuchen, einmal so in die Länge. Genau, perfetto. So. Und du kannst genau schneiden und formst du. Okay, dann brauchen wir ein Brett, oder? Genau. So. Genau, du kannst in der Mitte schneiden. Mhm. Eine Teile gibst du da, eine Teile gibst du auf diese. Muss nicht so schön sein, oder? Nein, aber irgendwie, dass die jede Schichte gedeckt ist. Aha. Perfekt. Jetzt gibst du noch ein bisschen von der Bolognese. Bolognese. Kommt. Genau. Lasagne, was für eine geile Erfindung, Alter. Einfach Schichten. Aber der muss sehr viel Zeit haben, damals, wenn er das gedacht hat. Ja, aber diese ganzen... Vielleicht war auch in Quarantäne. der Lasagne erfunden genau. hat? Genau. Ja. Parmigiano? Ja. Ach, genau. Bratwurst. Genau. Ein bisschen Basilikum. Zerrupfen. Genau, so, da. Das ist Cooking. Ein bisschen Pfeffer. Danke. Pfeffer rein. Und jetzt Mozzarella. Mozzarella. Genau. Wie eine Pizza. Genau, so wie eine Pizza. So, wir haben vergessen die richtigen Zutaten. Wie kann man sowas vergessen? Nicht mal vor dem Parmesan. Okay, jetzt fangst du wieder nach vorne. Nudeln. Okay, Nudeln. Besser gibt es nichts. Besser gibt es nichts. Ich will nur noch Ananas. Okay, du kriegst keine Stuhl. Okay, die oberste Schicht ist nochmal Käse, oder? Genau. Und Pfeffer nicht vergessen. Aber bevor das wir reingeben, auf die Seite achten, ragazzi. Ulala. Das ist eine Seitenansicht, hä? Glaub ich, der Zeit haben wir schon den Ofen eingeschaltet, reinzugeben. Ja. Yeah. Darf ich dran? Wie viele Schichten haben wir jetzt? Fünf? Ja, vier oder fünf. So, noch einmal, Lukas. Wie viel Grad haben wir gesagt? Wir haben gesagt 180 Grad und Ober-Unterhitze. Genau, eine gute halbe Stunde. Dafür, dass ihr wartet halbe Stunde, das ist auch kein guter Grund, wieder ein Aperitivo zu trinken. Lukas. Luigi. Lukas. Luigi. Es ist ein kleines Stück Teig geblieben. Ja. Was machen wir? Tortellini. Tortellini. Einmal noch und einmal. Dann, glaube ich, sind wir fertig. Für Tortellini braucht man eine viereckige, mehr oder weniger. Als Füllung, sagen wir so. Das ist halt nochmal die etwas andere Arbeit. Tortellini selber machen, oder? Das nimmst du, klebst du auf die Seite, ja, und dann... So ist eine Tortellino. Geil. Tortellino. Ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal, oder? Ja, mach mal nächstes Video, mach mal Tortellini. Und vielleicht die Leute können sagen, was die drinnen wollen. Ja, schreibt rein, was ihr drin haben wollt. Also ich feiere Spinat und Schafskäse, finde ich geil. Spinat irgendwie. Okay, machen wir zwei Spinat für ihn und die Leute machen für uns. Ich würde sagen, ihr könnt in die Kommentare schreiben, mit was wir die Tortellini füllen sollen nächstes Mal. Und dann machen wir ein Tortellini-Rezept eben. Mit Luigi. Genau, machen wir noch einmal Nudel selber. So. Einfach immer auf die Seite von Lukas achten, weil es gibt immer coole Sachen, coole Videos. So sieht's aus. Bereit?
Ja, Respekt, Luigi. Das ist halt eine Lasagne einfach. Schaut so aus. Jetzt müssen wir noch 2 Stunden warten, bis die abgekühlt ist, dann können wir sie essen. Luigis Lasagne-Rezept. Muss man noch die letzte Test haben, die, dass du kosten, sagst du ja oder nein. Das ist mein Lieblingstest. Wie heißt es, top oder flop? Stabil oder instabil? Genau. Luigi, was ist deine Empfehlung? Wie lange lässt du die Lasagne sitzen, bevor du sie anschneidest? Ich werde dir nichts anlügen. Ich werde sofort, ich habe immer sofort gegessen. Habe nie geschafft zu warten. Aber am besten ist, wenn du abkühlen lassen und dann aufwärmen. Ah, okay. Ja, das ist das Allerbeste. Ja. Ja. Hat deine Schnitt oder ist weich? Sie sind relativ weich, glaube ich. Gerät. Ja, seht ihr, jetzt haben wir hier Teig, Bechamel, Bolognese, hoch. Na, ist gut. Ist gut? Mhm. Die ist cremig, das Fleisch da, die ist cremig, das Teig da. Du hast den Biss von den Karotten oder von dem Sellerie. Da ist alles da. Ohlala. Und natürlich Mozzarella nicht zu vergessen. Ja, stabil. Nicht schlecht. Boah. Okay, na dann können wir sagen, die Leute sollten probieren zu Hause und nachmachen. Auf jeden Fall. Und dann entscheiden, ob diese Lasagne machen oder die immer gemacht haben. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall ein Rezept, das ihr nachmachen könnt. Und macht einfach die Nudeln selber. Das macht Spaß. Versucht es mal selbst zu machen. Das ist wirklich cool. Ich wollte es auch unbedingt mal machen, deswegen habe ich gesagt, Luigi, komm vorbei. Lass uns eine Lasagne zusammen machen, lass uns Pasta zusammen machen. Ja Leute, ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten. Wie gesagt, am 25., am 26. und am 27. kommen jeweils Videos. Und ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, kocht es nach und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Peace. Folgen Sie uns. Folgen Sie uns. Besser gibt's ja nichts. Besser gibt's ja nichts, genau, stimmt. Die Ruhe ist da. Mhm. Ist gut, oder? Du musst auch probieren. Unsere Kameramann. Ich brauche das an dir. Ganz dringend. Wie schon ausschaut, diese Schichten. Das ist jetzt die Ware prüfen. Ah. Jetzt. Das ist bei mir zu Hause genau dasselbe. Schön viel Käse. Ich mache eine riesen Gabel, okay? Gerne. Warte, du musst mehr rauf. Ich habe Hunger. Bist du deppert? Das ist ein gutes Zeichen. Urgut. Bin ich froh. Urgut, Leute. Ich habe so lange schon keine Lasagne mehr gegessen. Okay, die Tag ist gerettet. Das ist wirklich gut. Diese Bechamelsoße da drin. Ja, das ist das Geilste. Boah. Nein. Ist noch. Gehört dir. Ich will sie nicht vergessen. Doch, willst du. Es gehört dir. Ja, will ich.